Und was sind die vier größten Punkte, warum die Leute es nicht schaffen? Man denkt immer so, hey, alles klar, ich bin dick, deswegen bin ich ungesund. Nein, das heißt, er ist krass bedroht, akut bedroht, eine krasse Depression zu entwickeln oder Krebs zu entwickeln, weil es damit im Zusammenhang steht. Cedric, ich glaube, du hast ja auch schon ein bisschen länger Personal Training gemacht. Kannst du mir mal sagen, woran die Leute denn eigentlich scheitern, wenn sie ihre Ziele nicht erreichen? Vier Punkte sind's. Nach dem Intro. So, meine Freunde, euer Coach hier, Cecil. Yes. Also heute besprechen wir, woran scheitern die Leute? Weil ich habe ja 15 Jahre Personal Training Erfahrung, wie ihr wahrscheinlich wisst. Und ich sehe ja immer, was sind die Verhaltensmuster, wie Leute krass Erfolg haben, sofort Erfolg haben. Ich sehe es meistens beim ersten Treffen, sofort beim ersten Händeschütteln, ob die Person Erfolg hat oder nicht. Und auf der anderen Seite sehe ich natürlich, woran die Leute scheitern. Also was ist das größte Problem für die Leute und wo brechen sie ein und wo ist der Mindset nicht richtig? Und diese vier Punkte besprechen wir heute. Grundsätzlich ist es natürlich ein sehr wichtiges Video, weil es ist ein mentales Video. Weil ihr wisst ja, mein Spruch, den kennt ihr ja, mental ist alles. Mental ist alles. Punkt, aus die Maus. So, deswegen mache ich so wenig Videos, wie ich genau zeige, wie ein Bizeps Curl funktioniert, weil es interessiert Banane. Ich habe in 15 Jahren Erfahrung noch nicht einmal die Erfahrung gemacht, dass jemand jetzt den Mega-Erfolg hatte, weil er den Bizeps Curl jetzt nicht mehr so gemacht hat, sondern so gemacht hat. Banane. Es ist Banane. Woran scheitern die Leute oder warum haben die Leute Erfolg? Nicht, weil sie besonders gut die Technik ausführen. Arnold Schwarzenegger hat scheiße trainiert. Ey, wenn er heute in der Analyse ein Reaktionsvideo auf Arnis Schultertraining, dann hätten die ihn zerrissen, weil die hätten gesagt, ey, so scheiße kann man gar nicht trainieren. Alles schlecht, alles mit zu viel Schwung, alles, aber es ist egal. Es ist egal, weil der Mindset war so krass und die Intensität war so krass, dass er Erfolg hat. Die Technik ist dann egal. Natürlich muss man gucken, dass man sich nicht verletzt, aber es ist nicht Grund, warum jemand Erfolg hat oder nicht Erfolg hat. Ist es einfach nicht. Deswegen ist es immer noch auf meinem Kanal so, dass das meiste mental ist und die Ausführung und so, da kann man andere Videos gucken. Da gebt ihr einfach ein YouTube Bizeps Curl Tutorial und da findet ihr Leute, die reden 35 Minuten über einen Bizeps Curl. Das machen wir hier nicht. Mental ist alles. Mental ist alles. Egal was du siehst. Die Kamera, in die ich jetzt reinspreche, da hat jemand gedacht, ey, die werde ich jetzt entwickeln. So, egal, das Haus, es ist alles mental. Die Straße draußen, alles mental. Irgendjemand hat gedacht, ich baue da eine Straße hin. So, und mental hat so viel Macht. Und deswegen, ob du dein Ziel erreichst oder nicht, ist nur mental. Nur mental. So, und was sind die vier größten Punkte, warum die Leute es nicht schaffen? Okay, das besprechen wir jetzt. Punkt Nummer 1. Schwankungen. Alter Schwede, was ist bitte mit den Schwankungen los? Cecil, ich mache jetzt seit 3 Wochen Low Carb. Aber ich bin gestern auf die Waage gegangen und habe einfach 1 Kilo mehr gewogen. Ich höre auf. Oh, Mann, Mann, Mann. Ihr lacht vielleicht. Ich lache nicht. Ich kriege diese Anfrage wirklich sehr oft. Die Leute nehmen ab oder wie auch immer, haben schon 12 Kilo abgenommen. Und dann brechen sie psychisch ein, weil sie von einem Tag auf den anderen 1 Kilo mehr wiegen. Also gerade die Damen, so mit dem monatlichen Zyklus und so, oder mit Wasser rein, raus, es entstehen so viele Flüssigkeiten am Tag. Alleine Speichel ist schon über 1 Kilo, was ihr am Tag an Speichel produziert. Es ist so viel, es können so viele Schwankungen auftreten. Wenn man im Hormonhaushalt eine kleine Verschiebung hat, dann kann man mehr Wasser eingelagert werden, weniger. Schwankungen sind egal. Es ist völlig egal, aber man glaubt es kaum, die Leute brechen daran zusammen, weil die dann denken, oh nein, ich habe jetzt alles gemacht und habe 1 Kilo mehr, das ist eine Katastrophe, jetzt hole ich mir ein Ben & Jerry's Eis und esse. Und dann wiegen sie natürlich am nächsten Tag nochmal 1 Kilo mehr, weil ey, wie willst du jetzt von einem Krisenfressen mit Pizza und Ben & Jerry's jetzt abnehmen? Deswegen, dann checken die nicht, dass die eigentlich 1, 2, 3 Tage das wieder runter hätten, weil es vielleicht nur Wasser eingelagert war und futtern sich das drauf, haben wieder 1 Kilo mehr und brechen ein. Das höre ich wirklich, ey, viel zu oft. Zum Glück nicht bei den Leuten, die mein Coaching machen. Weil im Maximum-Prinzip ist, da funktioniert gar nicht. Weil das ist so viel mental und so viele mentale Übungen, dass man richtig stark wird und dass sowas nicht passiert.
Aber ich kriege ja auch über Instagram oder über YouTube oder überall kriege ich ja den ganzen Tag Nachrichten über Facebook. Und das sind dann die Leute, die dann immer erzählen, ah, ich bin daran damals eingebrochen. Dann dachte ich, ey, an einer Schwankung bitte. So, Punkt Nummer 2. Ja, Cecil, ich habe auch mal richtig durchgezogen mit Sport und Ernährung. Ich habe sogar mal Low Carb gemacht. Ja, aber dann ist einfach über einen ganzen Monat nichts passiert. Ja, dann habe ich wieder Pizza gegessen. Ist ja klar, dass ich mich dann wieder normal ernähre. Eieieiei. Das ist krass oft. Wirklich oft. Geduld. Wenn keine Erfolge da sind, Erfolge, dann heißt das nicht, dass nicht in Zukunft weitere Erfolge kommen werden. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, ich ziehe 3 Monate durch und ernähre mich super gesund. Ich komme von Pizza, McDonald's, Fastfood zu 1 Kilo Gemüse, Eier, Fisch und ja, dann lebe ich gesünder. Das heißt, ich werde höchstwahrscheinlich länger leben. Ich werde höchstwahrscheinlich nicht mit 45 anfangen, Blutdrucksenker, Cholesterinsenker, alles zu brauchen, einen hohen Blutdruck zu haben, mein Kopf explodiert, wenn ich in den ersten Stock hochlaufe. Nein, ich werde es wahrscheinlich nicht. Wenn ich das noch kombiniere mit Sport, Bewegung, ist das schon mal ein gesunderer Lifestyle. Jetzt sag mir mal bitte, wo da die Relevanz von dem Gewicht ist. Das Gewicht ist scheißegal. Wenn du einen Monat Gewichtsstillstand hast, hast du dich trotzdem einen Monat gesund ernährt. Mineralstoffe aufgenommen, Ballaststoffe, Vitamine, hast dich gesund ernährt. Weil das Wichtigste müssen wir immer wieder verstehen. Und ich sage es immer wieder auf meinem Kanal, immer wieder. Das Wichtigste, und ihr wisst, was ich jetzt sage, das Wichtigste ist die Gesundheit. Viel wichtiger, als ob du 98 oder 93 Kilo wiegst. Ja, jetzt sagen die Leute, ja, aber wenn ich ja weniger wiege, dann bin ich ja auch gesünder. Ja, aber du musst auch Geduld haben. Also, es kann ja nicht sein, dass wir uns 10 Jahre was anfressen und dann aber alles in 3 Monaten unbedingt zurückhaben wollen. Weil, ey, ich habe ja auf Instagram gesehen, dass der das in 3 Monaten geschafft hat. Und deswegen, wenn du es 10 Jahre angefuttert hast, dann nimm dir auch die Zeit, 10 Jahre das wieder abzutransportieren. Und wenn du es in 1 Jahr oder in 2 Jahren schaffst, ey, dann hast du verdammt nochmal ungerechtes Glück gehabt. So ist es, weil, ey, wir wollen doch gesund sein. Man denkt immer so, ey, alles klar, ich bin dick, deswegen bin ich ungesund. Nein, weil deine Zelle nicht mehr richtig funktioniert, deswegen bist du dick geworden und deswegen bist du ungesund. Weil 20% der stark Übergewichtigen haben eine normale Lebenserwartung. Das heißt, es stimmt nicht, dick gleich ungesund, sondern Zelle nicht gesund, schlecht ernährt, dann dick und wegen der Zelle nicht gesund. Das ist andersrum. Weil wenn es nicht andersrum wäre, hätten nicht 20% aller stark Übergewichtigen eine normale Lebenserwartung. So, deswegen, das müssen wir doch checken, dass das das Wichtigste ist. Okay, das war der Punkt Nummer 2. Punkt Nummer 3. Private Ereignisse. Cecil, ey, ich habe voll die privaten Probleme, ne? Also Stress ohne Ende und da kann ich natürlich nicht abnehmen, ne? Ja, Stressfaktoren. Stressfaktoren sind immer schlecht. Also zum Beispiel, ich werde gemobbt bei der in der Firma oder, keine Ahnung, mein Eheleben läuft nicht gut oder was auch immer. Diese privaten Stresssituationen, das ist natürlich immer schlecht, weil wenn ich den ganzen Tag über Stresshormone ausschütte, wie zum Beispiel Cortisol, dann unterbinde ich praktisch meine Fettverbrennung. Also die Zelle schottet sich ab. Also gerade da, wo viel bei Männern, zum Beispiel im Bauchbereich, da kursiert so viel Cortisol, wenn man sich ständig aufregt. Und Cortisol sorgt dafür, dass die Zelle praktisch insulinresistent wird. Und dann kann ich da nicht mehr so geil verbrennen, sondern dann wird es im Fettgewebe gespeichert. Ja, das macht das Stresshormon Cortisol. Also durch diesen Stress, deswegen mache ich auch so viele Videos über Stress, weil dieser Stress kann direkt auf der Zelle einwirken und zum Beispiel auch vom Sauerstoff abschnüren. Also wenn du extrem Stress hast, schnürst du vom Sauerstoff ab und dann kann daraus eine Krebszelle werden. Das heißt, dieser Stressfaktor mit Bekannten oder Arbeitskollegen ist ein Punkt und deswegen spreche ich den auch so oft an. Deswegen habe ich so oft Stressvideos gemacht, weil das ein wichtiger Punkt ist, der praktisch auf Hormonebene im Körper ist, der wirklich dafür sorgen kann, dass du nicht weiterkommst. Gesund ist es auch nicht, deswegen ist das ein ganz großer Punkt, den man angehen muss. Da kannst du auf jeden Fall meine ganzen Videos zum Thema Stress gucken, zwischenmenschlich, wie man mit anderen Menschen vielleicht doch klarkommt. Das ist sehr wichtig, auf jeden Fall. Das ist ein Punkt, an dem sehr viele scheitern. So von wegen, ja, keine Ahnung, ich habe mich mit meiner Frau gestritten, jetzt habe ich aufgehört, irgendwie Sport zu machen. Ja gut, und viele dann, wenn sie dann auf einmal wieder Single werden, machen sie auf einmal wieder Sport. Also das sind alles so zwischenmenschliche Einflüsse, aber dein Körper interessiert es nicht. Es geht ja um deine Gesundheit. Deswegen, ja, das war der Punkt Nummer 3. Punkt Nummer 4. Cecil, ich kann mich gar nicht gesund ernähren. Ich arbeite im Schichtdienst. Ey, du glaubst doch nicht wirklich, du Kasper, dass noch jemand nach einem 10-Stunden-Job
noch zum Sport geht und sich dann noch in die Küche stellt und was kocht, ne? Oh, Cecil, oh, ich hab mir den kleinen Finger gebrochen. Also, ich bin raus mit Sport für die nächsten 3,5 Jahre. Was? Gesund ernähren, sagst du? Ey, wir hatten die Zeit, so viel zu kochen. Punkt Nummer 4 sind Ausreden. Und ich höre seit 15 Jahren, seit 20 Jahren höre ich jeden Tag Ausreden. Und ich kann nur sagen, es gibt keine Ausrede. Warum gibt es keine Ausrede? Weil, egal was es ist, wenn ich meinen kleinen Finger gebrochen habe, ja, dann kann ich noch die Beine trainieren. Dann kann ich trotzdem gesund essen. Warum muss ich zunehmen, wenn ich mir den Finger breche? Weil ich muss hier, es zwingt mich ja keiner, mehr Kalorien aufzunehmen. Und deswegen ist das natürlich totaler Quatsch. Ja, ich habe geheiratet. Ja, und? Deine Frau mästet dich jetzt? Oder was ist jetzt genau der Grund? So, oder ja, ich habe keine Zeit zum Sport. Ja, dann mach keinen Sport. Ernähr dich gesund. Oder sind alle, die schlank sind, machen Sport? Nein. Nicht alle, die schlank sind, machen Sport. Was ist das für ein Quatsch? Also warum muss ich mich anders ernähren? Oder ja, ich bin im Schichtdienst. Ja, und? Du isst doch trotzdem. Ist ein Unterschied, ob du einen Burger isst oder einen Salat mit einem Stück Lachs drauf. Ist ein Unterschied. Ist doch egal. Irgendwann isst du ja. So, oder die Leute, nein, ich habe nicht so viel Zeit. Hm? Was hat das mit Zeit zu tun? Essen rein, dauert ja genauso lange, ob du ein McDonald's, ein Big Mac dir reinpfeifst oder ein Salat, es dauert ja genauso lange. Du brauchst ja nicht mehr Zeit, um zu essen. So, und das Vorbereiten, guck meine Kochvideos, da sind ja schon einige, es dauert nicht länger, es ist alles nur, es sind Ausreden. Es gibt so viele Ausreden da draußen. Ich habe dies, ich habe in fast jeder Nachricht, die ich bekomme, ist fast immer eine Ausrede drin. So, und wir müssen einfach realisieren, dass es keine Ausreden gibt, sondern es gibt nur Ergebnisse. Es ist völlig egal, was man sagt. Ich mache das immer anhand des Beispiels von Vitamin D. Gerade gestern habe ich auf Instagram, wenn ihr mir da folgt, folgt mir da unbedingt, weil da habe ich ständig Input. Gestern habe ich wieder jemanden, der hatte einen Vitamin D-Spiegel von 5. Nee, 4. Von 4. Ey, und ich so, Alter, krass, was sagt dein Arzt? Ja, der Arzt sagt, ist okay, ist nicht so schlimm, aber ich kriege jetzt 20.000 Einheiten einmal die Woche. Erstmal weiß die Wissenschaft sowieso, dass man es jeden Tag nehmen muss. Einmal die Woche ist schon mal schlecht. Und wenn ich einen akuten Spiegel... ein Mangel fängt ab unter 20, ist ein Mangel. Und der hat 4. Das heißt, er ist krass bedroht, akut bedroht, eine krasse Depression zu entwickeln oder Krebs zu entwickeln, weil es damit im Zusammenhang steht. Und der Arzt sagt, nimm mal 20.000 Einheiten einmal die Woche. Und so, es gibt Vitamin-D-Rechner. Da gehst du dann rein und rechnest dir genau aus. Und ich würde für diese Person, da muss man ein Geschlecht eingeben, ne? Ich würde, wenn diese Person auf 50, 60 kommen will, dann müsste man natürlich bestimmt, würde der Rechner ausspucken, ich muss 10 Tage lang 50 oder 60.000 Einheiten nehmen pro Tag und danach eine Erhaltungsdosis von 4.000 Einheiten. So, als Beispiel, das war jetzt nur Vitamin D, aber worauf will ich eigentlich hinaus? Deinem Körper ist es egal. Ey, wenn dein Körper sieht, ey, er hat einen krassen Mangel, der Spiegel ist bei 4, dann fehlt was und er wird irgendwas Schlechtes entwickeln wahrscheinlich, eine Krankheit. Und dem Körper ist es völlig egal, ob du ihm da oben jetzt erzählen willst. Du, das mit dem Vitamin D, das zählt gar nicht. Weil ich wollte zur Apotheke und der war geschlossen. Und dann war ich bei Amazon drin und da war es ausverkauft. Siehst du, kann gar nichts dafür. Banane, es ist egal, weil dein Körper interessiert es nicht. Es kommt nur darauf an, bist du abgedeckt, ja oder nein. Alles andere ist irrelevant, total irrelevant. Und das ist genauso mit den Ausreden. Du hast einen Finger gebrochen, ja und? Kannst du die Beine trainieren? Musst du dich deswegen schlecht ernähren? Ist doch scheißegal. So, es kommt nur auf das Ergebnis an. Willst du das Ergebnis haben? Dann musst du aufhören mit den Ausreden. Sondern vom Mindset her das Ergebnis anstreben. Das ist es. Okay? Also, das waren die 4 Punkte. Ich hoffe, die haben euch geholfen. Das sind auf jeden Fall die Punkte, die ganz krass sind. Und das kann ich sagen aus 15 Jahren Erfahrung und jeden Tag 400 Nachrichten, die ich über Social Media bekomme, das sind die Hauptpunkte. Wirklich, wenn ihr die Punkte beachtet, werdet ihr ein ganz, ganz großes Stück weiter vorne sein. Also, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr gecoacht werden wollt, guckt unbedingt rein ins Maximumprinzip. Unbedingt die Free-Tour abchecken. Keine Kosten, kein gar nichts, kein Abo, kein gar nichts. Wirklich nur 5 Videos, die ihr euch angucken könnt. Könnt ihr schnell nacheinander weggucken. Richtig geil, die Free-Tour. Da kann es auch schon Klick machen im Kopf, weil da erkläre ich, wie man ein Leben lang den Traumkörper haben kann, ohne jemals auf was zu verzichten. Ja, ich habe es genauso gesagt, wie ich es gesagt habe, ohne jemals auf was zu verzichten. Wie das funktioniert, erkläre ich dir in der Free-Tour. Also unbedingt anmelden und bis bald, euer Coach, Cecil. Are you listening? Damn.